Sachsen-Anhalts Staatssekretär für Landwirtschaft und Forsten Gerd Zender hat die Zeugnisse an die AbsolventInnen des Vorbereitungsdienstes für die Laufbahn Forstdienst übergeben. Sie werden vom Land als Forstinspektorin und Forsträte in das Beamtenverhältnis auf Probe bzw. in ein Angestelltenverhältnis übernommen. Die Forstinspektoren waren die ersten, die einen Studienplatz für den dualen Studiengang Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement im Beamtenverhältnis angeboten bekommen haben. Sie verfügen nach dem Studium sowohl über einen wissenschaftlichen Abschluss, Bachelor of Science, als auch über eine Laufbahnbefähigung. Es sei notwendig, den Landesforst mit zusätzlichem Personal auszustatten, um die Anforderungen der momentanen Krisensituation zu erfüllen und einen zukunftsfähigen Wald aufzubauen. Alle Absolventen werden vom Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt sowie vom Landesforstbetrieb und vom Ministerium übernommen.